rein in die Pyrenäen. Es geht über mehr als 200 Kilometer von Toulouse nach Bagnères-de-Bigorre. Zwei schwere Anstiege dabei, der Col de Peyressourde und die Ourquette d'Ancisson. Dann die lange Abfahrt ins Ziel. Die Fahrer sorgen für eine schnelle und hektische Anfangsphase. In der ersten Rennstunde werden über 50 Kilometer zurückgelegt. Dann erst steht eine 40 Mann starke Spitzengruppe. Viele von ihnen haben auch den Zwischensprint im Blick. Darunter Sagan, Colbrelli, Christoph oder Stuyven. Es gibt zudem 12 Tour de France Etappensieger und welche, die es werden wollen. So wie Maximilian Schachmann. Der Vorsprung pendelt sich erstmal bei 4 Minuten ein. Hinten bestimmende König Quickstep und Ineos. Daniel Oss bereitet dann für Peter Sagan vor beim Sprint in Bagnères-de-Luchon am Fuße des Peyressourde. 20 Punkte aufs Konto, sein Job ist erledigt. Es gibt dann die Meldung, dass Zeitfahrweltmeister Rowan Dennis das Rennen aufgegeben hat. Sein Bahrain-Merida-Teamkollege Sonny Colbrelli geht im Anstieg nach vorne, wird aber schnell von Lilian Calmejan von Total Direct Energie überholt. Kurz vor der Bergwertung ist es wieder einmal Tim Wellens, der präsent ist. Er sammelt 10 Punkte ein, plus einen an der ersten Bergwertung Kategorie 4. Er wird das Bergtrikot erneut verteidigen. Geburtstagskind Simon Clark geht nun an die Spitze in der Abfahrt vom Peyressourde. Es sind noch 60 Kilometer, das Hauptfeld 6 Minuten zurück. Heute wird der Australier 33. Sein Vorsprung am Anstieg zur Ourquette d'Ancisson beträgt über eine Minute. Viele fallen zurück, Matteo Trentin aber setzt nach. In der Verfolgung von Clark. Aber in diesem 9 Kilometer langen Anstieg hinterlässt Simon Yates den stärksten Eindruck. Gemeinsam mit dem früheren österreichischen Meister Gregor Mühlberger geht es über die Bergwertung. Pelle Bilbao von Astana findet Anschluss, dann kommt eine Verfolgergruppe. Trentin und Schachmann, Teamkollegen von Yates und Mühlberger, dazu Pauls, Roach, Galopin und Frank, beide von AG2R La Mondiale. Aber es gelingt nicht, den Abstand zu verkürzen. Bilbao, Simon Yates und Mühlberger, so geht es ins Finale in Bagnères-de-Bigorre. Und für alle geht es um ihren ersten Tour de France Etappensieg. Yates leads out, Bilbao still holding, Mühlberger looking for some room to get out. Yates with his nose in front, Bilbao challenging, Yates he can, Yates he does, it's Yates who wins. Der Brite Simon Yates macht am meisten aus seiner Erfahrung von der Bahn, um seinen Tour-Etappensieg zu feiern. Vor Bilbao und Mühlberger. Benoit folgt auf Rang 4, die Klassement-Favoriten haben mehr als 9 Minuten Rückstand. Die große Auseinandersetzung wohl erst am Wochenende. Ich war nicht unbedingt zuversichtlich, die beiden zu schlagen. Ich hatte keine Ahnung, wie schnell die sind. Aber vom sportlichen Leiter im Teamfahrzeug wusste ich, fahr von vorne, vor der letzten Kurve. Das habe ich gemacht. Und zum Glück, es hat gereicht, um zu gewinnen. Simon Yates hatte bereits eine imposante Erfolgsgeschichte mit seinem Vuelta-Sieg im vergangenen Jahr. Der heute 26-Jährige war vor 2 Jahren bester Jungprofi bei der Tour und hat nun bei allen Grand Tours mindestens eine Etappe gewonnen. Nach dem Erfolg von Daryl Impey auf der 9. Etappe ist es bei der Tour in diesem Jahr der 2. Erfolg für Mitchelton Scott. Julien Alaphilippe erfüllt sich den Wunsch, am 100. Geburtstag des gelben Trikots es auch tatsächlich morgen selbst zu tragen. Sagan baut seine Führung in Grün beständig aus. Sie beträgt inzwischen 86 Punkte nach seinem Erfolg beim Zwischensprint. Gleiches gilt für Wellens im Bergtrikot. Er war heute als erster oben am Peyressourde. Nachdem Jasper Philipps heute nicht gestartet war, ist Egan Bernal nun jüngster Fahrer im Feld und er bleibt im weißen Trikot. Und Julien Alaphilippe erlebt einen 8. Tag in Gelb.